Und wir sind jetzt gleich per Skype verbunden mit dem Handelsexperten Rainer Will. Guten Tag, Herr Will. Sie haben natürlich einen guten Überblick über diese Woche und vor allem auch über diesen heutigen Einkaufssamstag. Morgen ist bereits Muttertag. Hat das denn die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich zum Einkaufen motiviert? Ja, hallo und ja, zum Glück ja. Wir brauchen jeden Euro Cash in der Kasse, um die doppelten Gehälter finanzieren zu können. Und die Woche ist gut verlaufen. Nach einem eher verhaltenen Start, wo nur einzelne Schlangenbildungen verzeichnet wurden in Toplagen, ist es mit jedem Tag, wo wir offen halten, besser geworden. Am Freitag, also gestern, hat man durch das regnerische Wetter wahrgenommen, dass die Shoppingcenter besser funktioniert haben. Und heute, beim Sonnentag, haben wiederum die Einkaufsstraßen in den Ortskernen sehr stark profitiert. Daher sind wir insgesamt sehr zufrieden in einer Situation, wo ohnehin jeder 3 von 4 Händler Beschaffungsengpässe verzeichnen, ist es der richtige Weg, sich die wichtigen Dinge des Lebens heute und auch nächste Woche zu beschaffen. Sie sagen schon die wichtigsten Dinge des Lebens und das, was für viele Österreicherinnen und Österreicher besonders wichtig ist, ist neben dem Shopping dann auch einmal dazwischen einen Kaffee zu trinken. Wie sehr geht das jetzt in Österreich noch ab? Also zum einen ist uns natürlich die Gastronomie sehr verbunden. Wir sind kommunizierende Gefäße und uns fehlt sie auch in Zahlen gemessen mit 250 Millionen Umsatzeinbrüchen pro Woche. Es fehlt einfach die Gemütlichkeit beim Shoppen. Es fehlen Infrastrukturen von der Toilette bis zum gemütlichen Kaffeetscherl. Gehört beides zusammen und daher freuen wir uns, wenn dadurch auch wieder die Aufenthaltsdauern steigen. Jetzt sind wir mal froh, dass der Handel wieder geöffnet hat, denn die Infektionszahlen werden deshalb nicht ansteigen. Der Handel war nie ein Corona-Hotspot und wir hoffen, er wird niemals wieder schließen. Wir wünschen allen Müttern jetzt schon einmal alles Gute zum Muttertag, aber auch allen Vätern, denn in Zeiten wie diesen ist es auch für die Väter nicht so leicht. Und wir freuen uns natürlich, dass das Timing gepasst hat, dass die Familien auch für ihre Nächsten eingekauft haben. Das ist gut für die Arbeitsplatzsicherung, denn man darf nicht vergessen, jeder zweite Händler ist noch immer in einer prekären Situation, hat Existenzängste. 42% aller Händler können die eingehenden Rechnungen nicht bezahlen. Das sind furchtbare Zahlen, wenn man sich die einmal vor Augen führt. Und daher hilft uns eine Woche noch nicht über den Berg, aber es war ein guter Startpunkt und eine Hilfe zur Selbsthilfe. Nun müssen wir halt wieder zurückkehren zu gewohnten Öffnungszeiten, weil natürlich spätestens, wenn die Gastro aufmacht, mit 19. Mai wieder noch mehr Berufstätige unterwegs sind. Auch aus virologischen Gründen wollen wir dann wieder länger offen halten, so wie eben vor Corona. Länger offen halten und auch länger vielleicht im Gastgarten sitzen, das ist das, was man sich jetzt vor allem wünscht. Aber welche Branchen oder welche Geschäfte hat es denn jetzt in den Zeiten von Corona besonders stark getroffen und welche werden jetzt als erstes gleich gestürmt? Also zum einen ist es so, dass wenn es einen Krisenverlierer gibt in unseren Handelswarengruppen, dann ist es der Textilhandel und Bekleidungshandel, denn es war jener, der auch direkt von den Sperrungen betroffen war, behördlich wie alle anderen, aber auch indirekt war Betroffenheit da, denn es sind ja alle Anlässe ausgefallen, Hochzeiten, Ausstellungen, Gastronomiebesuche, aber auch der Urlaub, wo man vielleicht Bademode benötigt und daher hat es die Branche doppelt getroffen. Am allerschlimmsten den Wintertouristen, Ort, nämlich Sportartikelhändler. Dort sind bis zu 95% Umsatzverluste zu verzeichnen. Aber auch der Großhandel hat große Einbußen hinnehmen müssen, weil ja der Lieferant der Gastronomie ist. Global gesehen haben wir momentan eine Beschaffungskrise. 3/4 aller Händler haben eben Lieferverzögerungen zu verzeichnen. Das führt dazu, dass die Österreicherinnen und Österreicher bei Geschirrspülern, Waschmaschinen 2 bis 3 Monate warten müssen, oft sogar ein halbes Jahr. E-Bikes sind komplett bis in die nächsten beiden Jahre ausverkauft. Und das hängt damit zusammen, dass China um 18% im ersten Quartal gewachsen ist und man dort aus strategischen Gründen natürlich alles für die Binnenbevölkerung zurückhält. Dadurch kosten die Container von China und von Asien das 8-fache. Und auch die Rohstoffe werden sehr viel teurer, weil eben ein geändertes Kaufverhalten auf diese Lieferausfälle trifft. Aber wenn man ein bisschen flexibel bei Marke und Modell ist, dann findet man im österreichischen stationären Handel immer was Gutes und das sofort.
Ich habe jetzt auch von einigen Häuselbauern gehört, dass es aufgrund dieses Materialmangels und Rohstoffmangels es auch hier immer wieder zu Teuerungen kommt und dass teilweise die Baustellen in Österreich komplett brach liegen. Was haben Sie für den Eindruck? Wann wird es da denn wieder Normalität einkehren? Ja, am Bau werden wir erst wieder gegen Ende 2022, also Ende nächsten Jahres, wieder in der Normalität zurückfinden. Was alle anderen Konsumprodukte betrifft, hoffen wir, dass wir im Herbst wieder eine normale Situation haben. Denn wir sind leider in Europa mit dem schleppenden Impffortschritt um die entscheidenden Wochen dahinter, was die Industriekapazitäten betrifft, und daher haben die anderen Regionen schneller hochgefahren und das fällt uns jetzt ein Stück weit auf den Kopf, auch wenn wir in Österreich jetzt vorankommen, und daher ist es umso wichtiger, dass es, wenn es Standortstrategie gibt, die jetzt umgesetzt wird, nicht nur die Sozialpartner und die ewig gleichen immer einbezogen sind, sondern auch freie Verbände und andere Strukturen, junge Unternehmen, denn es gibt so vieles zu tun, dass man genau auch bei der internationalen Beschaffung, aber auch bei Regionalität hier richtige Schritte setzt für unsere Kinder und Kindeskinder. Und ja, Cocooning und Balkonien sind jedenfalls die Konsumententrends, die sich in der Krise durchgesetzt haben. Und daher sind es genau die Warengruppen Bauzubehör, Möbelhandel, aber eben auch Sportartikel, der Freizeitsport, der immer erlaubt war, wo jetzt eher Engpässe zu verzeichnen sind. Und daher ist das die Situation derzeit, mit der wir uns auseinandersetzen.